Ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von ADA Motors. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns nicht im Showroom. Wir haben uns in den Flieger gesetzt, sind gereist nach Los Angeles, Anaheim, zum BRP Club 25, um euch die neuen Modelle zu zeigen. Das befindet sich hier einmal auf der linken Seite von mir im Convention Center. Da hat BRP die neuen Modelle einmal aufgebaut und wir gehen jetzt mal rein, um euch die Modelle zu zeigen. Ich stehe hier vor dem neuen Maverick Air 2025er Modell in einer sehr geilen Farbkombination. Und was einem natürlich als erstes ins Auge springt, wir haben hier eine Max. Langer Radstand, 4 Sitzer, Spaß für die ganze Familie, 240 PS, 7-Gang DCT-Getriebe, wie im Vorgängermodell eben auch. Nur damit, dass wir das Ganze eben als langer Radstand, als Max-Version haben. Wir können die Tür auch wie beim Maverick Air im vorderen Bereich von außen öffnen, einfach mit dem Türgriff, super geil. Und was man sagen muss, Gott sei Dank haben wir das kleine, ich nenne es mal Upgrade, dass wir hier eben die Radaufhängung vorne und natürlich auch hinten in Schwarz haben und nicht mehr in Silber. Hinten sieht das Fahrzeug eigentlich komplett gleich aus. Wie gesagt, hier die Radaufhängung einmal in Schwarz. Richtiger Hingucker, finde ich. Ansonsten eigentlich das gleiche. Ladefläche, oder eine Ladefläche ist es ja nicht, aber hier in der Trunkbox eigentlich die gleiche Lademöglichkeit, die Staumöglichkeit. Wenn wir jetzt hier einmal rübergehen zum ausgestatteten Modell, was von Can-Am natürlich schon ausgestattet wurde, haben wir hier einige Features verbaut, die nicht serienmäßig sind. Zum Beispiel hier die Rock Sliders. Bei der Max-Version sieht das Ganze natürlich auch extrem bullig aus und der große Adventure-Dachgepäckträger hier seitlich auch mit den Linkou-Möglichkeiten, um Werkzeug etc. mitzunehmen. Hier oben drauf das Reserverad, also ihr seht hier wirklich extrem viel Verstaumöglichkeiten. Auch innen drin die Schulterverstautasche im vorderen Fahrzeugbereich, im hinteren haben wir sie nicht. Im vorderen Fahrzeugbereich rundet das Ganze meiner Meinung nach nochmal sehr schön ab. Wir haben hier eine Flipscheibe verbaut. Die können wir natürlich auch einmal auffahren. Das Ganze natürlich mit Wischer versehen. Haben wir hier einen Knopf im Innenraum. Da können wir drauf drücken, dann fährt sie dementsprechend auf. Und so könnten wir dann natürlich dementsprechend auch durch das Gelände fahren. Wir stehen jetzt hier am Nachfolgermodell vom 24er Modell Maverick Air. Vorher war es ja schwarz und gelb. Schwarz ohne Smartshox-Fahrwerk, gelb mit Smartshox-Fahrwerk. Jetzt hier technisch komplett gleiches Fahrzeug, anderes Design und natürlich auch hier mit Smartshox. Und kleiner Sneak Peek, wir bekommen die Fahrzeuge tatsächlich schon nächsten Monat für euch. Also genau so wird das Fahrzeug kommen. Natürlich ohne das Zubehör, bedeutet ohne den Lone Star Feuerlöscher, den wir hier verbaut haben. Der Scoop hier oben, wisst ihr ja bestimmt schon, ist nicht serienmäßig. Genauso wenig wie die Tablet-Halterung hier auf dem Beifahrer bzw. die Handy-Halterung. Also ihr seht hier wieder hier Zubehörmöglichkeiten ohne Ende. Das war es auch schon wieder mit dem kleinen Vorstellungsvideo über die neue Maverick Air, natürlich Max und die kurze. Und wie gesagt, ab nächsten Monat befinden sich die Fahrzeuge schon bei uns im Showroom. Kommt vorbei, schaut es euch an. Ich hoffe, wir sehen uns da. Bis dann. Ciao.